So, gut. Das ist mein erster Vortrag hier heute auf dem Webmontag überhaupt. Ich war zwar oft schon Besucher und falls es mal, bitte? Ja, falls ein bisschen holprig ist oder mein Husten mich nicht in Ruhe lässt, bitte ich das zu entschuldigen. Ich möchte euch mein Projekt Open Bookcase Org vorstellen. Wo ist der nächste öffentliche Bücherschrank? Erstmal kommt die Kurzvorstellung für die, die mich nicht kennen. Ich bin der Christian Nielbock, Webentwickler. Ich bin auch Mitleiter der PHP User Group Frankfurt am Main. Und man findet mich auf @RaveTracer oder @OpenBookcase.org auf Twitter. Öffentliche Bücherschränke. Wer weiß nicht, was öffentliche Bücherschränke sind? Oh, schön, dann sind die Folien nicht umsonst. Also, im Grunde sind das kostenlose Tauschbibliotheken, an denen die meistens 24/7 geöffnet sind. Da steht also irgendwo so ein Bücherschrank in der Gegend rum. Sollen die Bücher 1:1 getauscht werden, also man kann sich die ausleihen, wieder zurückbringen oder auch eigene reinstellen. Da gibt es eigentlich keine Regeln für. Und wer wirklich Details haben will, das ist jetzt mal nur so ein ganz kurzer Abriss, der kann sich das unter diese Adresse anschauen. Das ist ein Link zum Wiki. Und in Frankfurt, habe ich extra für dieses Rhein-Main-Rocks rausgesucht, gibt es knapp 30 Schränke. Ich denke mal, das steigt noch die Zahl. Ja. So sieht zum Beispiel ein Bücherschrank aus, der steht in unserem Dorf, in Niederdorf-Helden. So sieht er jetzt aus. Ursprünglich sah er mal anders aus, allerdings nach 2 Wochen sah er dann so aus. Also Vandalismus ist nicht ausgeschlossen, das kann vorkommen. Traurig aber war, die Jugendlichen oder Kinder, die das Ding angezündet haben, die kamen aus gut situierten Familien, wahrscheinlich zu viel Langeweile mit der Playstation. Ja, es hieß wohl, die haben das Buch angezündet, glimmend reingestellt und dann war halt so ein frischer Schrank nach 2 Wochen ausgebrannt. Ein schönes Beispiel ist auch der Kunst- und Kulturwagen in Frankfurt, oder? Das ist quasi so ein umgebauter Wohnwagen. Da, glaube ich, sind nicht nur Bücher drin, sondern auch noch andere Sachen. Das ist ein studentisches Projekt gewesen und ich finde den ziemlich toll. Und das ist das Lesezeichen Salbke in Magdeburg. Das ist ein Riesengebäude, extra nur als Bücherschrank, als öffentlicher. So, warum jetzt eigentlich OpenBookcase.org? Meine Idee war eines Tages mal gewesen, ich habe so viele DVDs und Xbox-Spiele gehabt, die aus alten Zeiten waren und ich wollte schauen, wo kann ich denn die überhaupt reinpacken. Dann wollte ich die bei uns im Dorf reinpacken, meine Frau meinte, nein, keine gute Idee, da werden vehement alle Sachen rausgenommen, die keine Bücher sind. Also wollte ich im Internet schauen, gibt es eine Möglichkeit, wo ich Schränke finde, wo ich die Sachen reinpacken kann. Habe ich erstmal nichts gefunden, bis auf die Wikipedia-Liste und noch eine andere Plattform, das zeige ich nachher. Und was ich dann halt wollte, war erstmal eine einfache Möglichkeit zum Suchen und Finden von Bücherschränken. Existierende Projekte, wie ich gerade schon gesagt habe, waren nicht ganz offen oder unzureichend und unübersichtlich. Das sollte mit mobilen Endgeräten nutzbar sein. Das ist auch nicht gegeben, weil die Seiten, die ich gefunden habe, sind auf keinen Fall responsive oder überhaupt in dieser Richtung. Eine App gab es auch nicht oder gibt es nicht. Ich verfolge den Open-Data-Gedanken, das heißt, jeder kann die Daten sich laden, jeder kann die Daten ändern und die gehören nicht mir oder irgendeinem Admin, sowas gibt es auf der Plattform halt nicht. Und natürlich, weil ich Spaß an der Sache habe, am Programmieren. So, die existierenden Projekte, die ich gerade angesprochen habe, wollte ich mal vorstellen. Da wäre Tauschgnome, das ist eine Plattform, da können die Nutzer ohne Gebühren Sachen oder Bücher miteinander tauschen. Tauschen sich dann die Adressen aus und schicken sich die Sachen zu. Die haben auch eine Liste von den öffentlichen Bücherschränken. Wenn man drauf geht, sieht man erstmal nur eine Liste, eine sehr unübersichtliche Karte, da zeige ich gleich noch Bilder, und der Eintrag geht nur per E-Mail, das heißt, wenn ein Bücherschrank raus soll oder ein neuer rein, dann muss man dem Admin eine Mail schreiben und der macht das dann, wenn ihr die Zeit dafür findet. Also er ist nicht sofort findbar für andere Leute. Und dann gibt es noch die Wikipedia-Liste, die ist auch entsprechend unübersichtlich. Da gibt es auch gleich ein Bild. So sieht es zum Beispiel aus, wenn wir auf Tauschgnome kommen.
Man kann da zwar nach Land filtern und nach Bundesland, aber erstmal sieht man nur eine Liste und hat nicht wirklich eine Übersicht, wo bin ich hier überhaupt. So sieht dann die Google Maps Karte aus. Finde ich, ist schon ein bisschen ja, zugebombt. Und es fehlen viele Einträge, die schon seit ein paar Jahren stehen. Und es sind auch ein paar drin, die überhaupt nicht mehr existieren. Und so sieht die Wikipedia aus. Ganz normale Tabelle, da trägt jeder ein, was er will. Mal sind Bilder drin, mal sind Geokoordinaten drin, mal steht auch nur, wie beim letzten Eintrag, Storchenplatz. Und da sucht man sich dann im Wolf auf eine Karte, wo ist denn jetzt hier der Storchenplatz? Was gibt es von meinem Projekt zu erwarten? Erstmal eine Karte mit einer sogenannten Heatmap und die Position der Bücherschränke. Die Heatmap bedeutet, dass viele Schränke, die auf einem Platz stehen, so wie es gerade beim Tauschgnom war, die werden zusammengefasst mit einer Zahl, wie viel sind drin. Dann kann man nach Ort und oder Adresse suchen und wird dann auf die Karte reingezoomt. Es gibt detaillierte Informationen über die Bücherschränke, wie wer ist der Ansprechpartner oder sind digitale Medien erlaubt, ist es eine Bookcrossing-Zone. Weiß jemand, was Bookcrossing ist? Okay, also der Rest weiß es nicht. Bookcrossing ist quasi Bücheraustausch von Person zu Person auf Events oder die Bücher werden auf Reisen geschickt und dann kann man nachverfolgen, wo die gerade sind. So eine Art, ja, wie die, nee, das wird zu kompliziert, Trackables bei Geo. Bitte? Ja genau, das sind die Bookcrossing-Zonen, die werden aktuell auch gerade aktiv eingepflegt auf meiner Seite von den Bookcrossern. Fotos und Bewertungen kann man hinterlegen, damit man auch weiß, wie der Schrank aussieht, falls man den sucht. Und es gibt umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten. Das heißt, jeder Eintrag kann wirklich komplett von jedem geändert werden, ohne dass es irgendwelche Admin- oder Moderatorenrechte gibt. So, wo ist das Projekt zu finden? Ich glaube, der QR-Code ist groß genug, dass man den jetzt scannen könnte. Ansonsten auf openbookcase.org oder bit.ly/obc.org. Funktioniert das? Geht? Okay, wie sieht die Zukunft aus? Also auf jeden Fall möchte ich mehr Sprachen unterstützen. Bis jetzt sind es Deutsch und Englisch, aber im Prinzip habe ich da keine Grenze gesetzt. Meine Sprachen, die sind so dynamisch, dass ich einfach sage, neue Sprache hinzu und dann muss das nur noch jemand übersetzen. Und ja, dann ist halt eine neue Sprache drin. Mobile App für Android und iOS. Ich habe das jetzt in Klammern gesetzt. Auf dem Barcamp in Dieburg habe ich das auch schon erzählt, da war die Klammer noch nicht rum. Aber wenn man sich die Webseite jetzt anschaut, ist sie zum größten Teil schon mobile-friendly und auch responsive, dass man die schon benutzen kann. Darum überlege ich, ob ich vielleicht die Funktion, die ich in der mobilen App einpflegen wollte, einfach auf die Web-App übertrage und dann ist gut. Damit kann ich ja auch Geokoordinaten ermitteln und die Schränke in der nächsten Nähe anzeigen. Das war meine Idee. Dass man im Park sitzt, man holt sich die App raus, wo ist der nächste Bücherschrank, was weiß ich, 500 Meter, gehe ich hin, hole mir ein Buch. Das war die Idee, das kann ich aber wahrscheinlich jetzt auch über das Webprojekt abspeisen und dann geht das. Andere Schranktypen sollen eventuell mit reinkommen wie Giftboxes. Giftboxes sind ähnlich wie öffentliche Bücherschränke, nur dass man alles reinlegen kann. Das hat auch Nachteile, dass in manchen Städten da jeder mögliche Kram reingelegt wird, alte Radios, kaputter Kram, das wird dann teilweise als Müllabladeplatz benutzt. Aber es gibt auch welche, die werden gepflegt und die sind dann entsprechend sauber. Offene Schnittstellen möchte ich bereitstellen für die Programmierer, die dann darauf zugreifen wollen, wie vielleicht für mobile Apps oder andere Webseiten. Und eure Ideen, falls ihr welche habt, was man da noch machen kann, dann könnt ihr mich einfach ansprechen. Und dann schauen wir mal, was sich machen lässt. Ja, und jetzt bin ich schon ziemlich schnell durch. Für eine Vorführung probiert es aus oder sprecht mich halt an. Es sei denn, es ist noch genug Zeit, dass man kurz sein kann. Half. Okay, die Hälfte ist rum. 6 Minuten. Geht das noch? Passt das rein? Safari oder Chrome, was ist euch lieber?
So, also aktuell haben wir 475 eingetragene Bücherschränke, dank Mithilfe von vielen Bookcrossern, auch Geocachern und kürzlich hat sich jetzt auch der evangelische Jugenddienst aus Aschaffenburg angemeldet und 3 eigene Bücherschränke eingetragen. Fand ich nicht schlecht. So, wenn ich die Karte erkunden will, das ist die sogenannte Heatmap, die ich vorhin erwähnt habe. Also wenn ich in dem Bereich mal schaue, hier Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, da haben wir 150 Stück. Und wenn ich drauf gehe, dann gehen die halt so auch schön auseinander. Und die, die noch nah zusammen sind, ja. Da kann man halt immer tiefer reinzoomen. Und hier sind wir schon in Frankfurt. Und ich habe mal geschaut, ich glaube, hier in der Nähe von der Brotfabrik gibt es nur diesen dort. Bretanobad. Ist jetzt leider kein Bild hinterlegt. Das sind die Daten, die man abrufen kann. Der Typ, was ist es? Öffnungszeiten, Kontaktadresse, Verschiedenes. Ich suche jetzt mal einen Eintrag, der besser gepflegt ist. Wo ist das? Ah, Bockenheim. Da hat auch keiner was eingepflegt, aber eine Bewertung ist drin, hat schon 4 Sterne bekommen. Ich weiß, dass in Frankfurter Berg wurden Bilder hochgeladen. Das sieht dann entsprechend so aus. Ja, der Kollege schaut uns auch gerade auf den Livestream zu, wie ich auf Twitter erfahren habe. Und so könnte dann halt das Foto angezeigt werden. Das funktioniert auch mobil. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich habe noch ein How-To eingebaut. Wie funktioniert das Ganze? Wie trage ich die ein? Was ist es? Die Sprache kann geändert werden. Eigentlich eine simple Plattform. Ja, im Prinzip war es das schon. Ja? Die Lizenz. eigentlich habe ich noch gar keine angegeben, das stimmt also, aber es wird sicherlich eine CC-Lizenz dann werden. Also CC0 denke ich. Ja, dann ist es am einfachsten, das stimmt. Aber wie gesagt, bei den Bildern musste ich wenigstens den Urhebernamen angeben, weil man das aus dem deutschen Urheberrecht nicht rausstreichen kann. Weil das ist die Mindestangabe der Urhebername bei Fotos. So, und einen Blog habe ich auch seit kurzem, ja, ganz normales WordPress. Gibt es sonst noch Fragen? Also, hier oben steht ja ein kleines Beta dran. Das heißt, die Schränke werden eigentlich von der Community gepflegt, die ich hoffe, dass die noch größer wird. Eine Löschfunktion gibt es so noch nicht, aber da habe ich schon Ideen, dass ein Schrank von jemandem zur Löschung markiert wird und so 2 oder 3 andere User bestätigen müssen, dass der gelöscht werden kann und dann wird er auch gelöscht. Also so eine Art Bewertungssystem, dass da nicht jeder Schindluder drauf treiben kann. Aber mal schauen, da denke ich gerade noch drüber nach. Bitte? Relevanzdiskussion, gut, das, ja. Sonst noch Fragen? Ich habe noch 5 Minuten. Dann hätten wir die Zeit rausgeholt. Bitte? Auf GitHub ist es aktuell noch nicht. Es ist gerade noch als Private-Projekt auf Bitbucket, solange ich da noch dran rumfuhrwerke. Aber die Anfrage kam übrigens heute auch schon mal über Twitter. Ich werde das aber dann irgendwann, wenn ich meine Features, die ich noch einbauen möchte, wenn die fertig sind, dann kommt das, denke ich, auch auf GitHub. Und ja, dann freue ich mich natürlich auf Pull-Requests. Wenn sonst, dann...